Feiga Ilnagashi von den Grünen ist die nächste Rednerin am Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, Tierversuche sind retro und wir müssen Perspektiven schaffen, um einen Ausstieg aus der Tierversuchsindustrie zu ermöglichen. Das sage ich als Tierschutzsprecherin, aber das sage nicht nur ich. Das sagen etliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ich freue mich, dass wir hier in dieser Debatte mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Forschung auch diese Stimmen hören können. Eine Viertelmillion, so viele Lebewesen, so viele Tiere wurden alleine 2019 in Österreich im Tierversuch verwendet. Schweine, Hunde, Katzen, Kaninchen, Mäuse, Fische. An über 20.000 von ihnen wurden schwere Versuche durchgeführt, also solche, wo davon auszugehen ist, dass der Test, der Eingriff, der Übergriff, der Versuch, die Qual mit schwerem Leid und starken Schmerzen verbunden sein wird. Wie hoch die tatsächliche Zahl an schweren Versuchen war, wissen wir nicht. Die Einstufung des Schweregrades erfolgt immer noch durch den Verwender selbst. Schwimmen bis zur völligen Erschöpfung, Elektroschocks, Toxizitätstests, Vergiftungen, Transplantationen von Organen fremder Arten gehören da dazu, nur um einige Beispiele zu nennen. Tierversuche müssen auf das Allernötigste beschränkt und unabhängig, streng und engmaschig kontrolliert werden. Aber jede Grundlagenforschung, auch ohne späteren Verwendungszweck, auch wenn sie bereits durchgeführt wurde, ist wichtiger als das Leben der Tiere. Und ich freue mich in diesem Zusammenhang über Initiativen an der Schnittstelle zwischen der Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre und dem Schutz und den Rechten von Tieren. Initiativen wie die Studierenden gegen Tiermissbrauch, eine Gruppe aus Wien, die sich für Tierrechte in Forschung und Studium einsetzt. Eine Interessensvertretung, die über den Verbrauch von Tieren in der Lehre aufklärt und Lehrpläne tierverbrauchsfrei gestalten möchte anhand von modernen Curricula wie das Biologie-Curriculum der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Das zeigt, dass ein Tierverbrauch für ein erfolgreiches Studium nicht notwendig ist. Und wir haben nun im Rahmen der gegenständlichen Anpassungen, im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens, wir haben etwas sehr Wichtiges auf den Weg gebracht, das, und so hoffe ich, einen Paradigmenwechsel einläuten wird, nämlich eine Förderoffensive und auch einen Forschungspreis für tierleidfreie Alternativmethoden. Wir haben die Verpflichtung, Perspektiven zu schaffen, um von Tierversuchen abzugehen und stattdessen mit modernen, validen Alternativen zu arbeiten. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir dürfen hier noch nicht aufhören. Wir werden weiter das Gespräch für diesen Paradigmenwechsel suchen. Und es wird wichtig sein, die Tierversuchskommission in die Evaluierung des Tierversuchsgesetzes einzubeziehen und sie ersuchen, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Tierversuche sind retro. Und wir müssen an dem Ausstieg aus der Tierversuchsindustrie arbeiten. Ich hoffe hierbei auf Ihre Unterstützung. Tierversuche seien retro, betont Feiga Ilnagashi von den Grünen. Eine Viertelmillion Tiere sei im Jahr 2019 verwendet worden. Moderne Unicurricula würden ohne Tierversuche auskommen. So sehr geehrter Herr Präsident, die Tierschutzsprecherin der Grünen.